Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Wir sind gerade in einer neuen Mission von Vlad. Gehen mal wieder in seine Kneipe. Nur wo ist Vlad? Hey Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kid. Very funny. What would you say if I told him he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey. Hey, hey, gorgeous. No. I can't talk right now. What are you wearing? No, I'm underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then. That I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives the fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Faust. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Faustin will be very angry with you and your cousin. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay. Wenn das mal nicht Michelle ist oder so, mit der er da quatscht immer am Telefon. Aber jetzt sollen wir erstmal zu Romans Garage fahren. Obwohl wir eigentlich gar nicht der Auftragskiller von Vlad sein wollen. Berechtigt, weil Vlad ein richtiges Arschloch ist. Da haben wir wieder unseren russischen Sender Vladivostok. Ich wechsle aber jetzt doch mal lieber auf Liberty Rock. Ivan ist bereits auf der Flucht. Ihm nach. Oh, das Auto von ihm ist aber auch nicht zu langsam. Drücke L2, um zu bremsen. Oh, nein. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Der Typ, der ist echt verdammt schnell. Das Auto hier hat wenigstens eine bessere Fahrphysik. Aber trotzdem ist es nicht leicht zu fahren. Der Typ da hinten ist so schnell. Dem kommen wir ja kaum hinterher. Scheiße. Ja, super. Danke, liebes GTA, für... Ach, egal. Das geht mir auch ziemlich auf... Och, komm, bitte. Mir auch ziemlich auf die Nerven hier. Jetzt müssen wir nur langsam mal etwas schneller machen hier. Nico die ganze Zeit schon am Rummaulen. So, wo ist der wohl hingefahren? Ich glaube, wir fahren... Aha. Ivan ist auf die Baustelle geflogen. Ihm auch. Ich krieg dich schon noch. Warte mal. Nehmen wir mal unsere... Nutze die Leitern, um Ivan über die Baustelle zu jagen. So. Ach. Da vorne haben wir. Okay, okay, okay. So. Mit Dreieck kommen wir hier oben drauf. Fast hätten wir ihn gehabt, aber... Vlad don't like you no more, man. There's nothing in this town. Don't do this for him.
Du kannst mich nicht überreden, ich bin ein eiskalter Auftragsjäger. Ich tue, was ich tun muss. Wir können ihn nicht erschießen. Oh fuck. Ey, jetzt geht doch diese verdammte Leiter hoch. Meine Fresse. Gibt es doch nicht. Dafür haben wir unsere schöne AK verbraucht. Aber hier kann er uns im Prinzip nicht hinkommen, oder? Drücke Viereck, um aus dem Lauf auf das nächste Gebäude zu springen. Wow. So, hier, das ist nochmal so eine kleine Art Tutorial zu diesem Jump and Run. Ja, weiter können wir jetzt nicht, oder? Jetzt ist er tot. Und die Mission ist beendet. Jawohl. Da haben wir es auch geschafft. Da haben wir Ivan getötet. Endlich. Haben wir auch viel Munition für verbraucht. Ivan ist tot. Er kam zu einem sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! So ein Wichser. Wir holen uns jetzt erstmal wieder die AK, die ist mich jetzt auf. Fahren hier einmal noch kurz hin. Oder nee, ja doch, komm. Ich habe keinen Bock, ewig zu suchen. Hab mir gedacht, wir können auch eine andere Waffe uns holen, zum Beispiel die MP10. Nein, was macht dieser Vollidiot von Niko Bellic denn da? Ich hab so extra Dreieck gedrückt. Nehmen wir uns mal dieses Auto hier. Aus dem Weg. Und die sieht eigentlich nicht schlechter aus. Aber die will ihr Auto wieder zurückhaben. Das macht Negativpunkte. Und jetzt ist sie tot. Ja, ich hätte mir das Geld einsacken können. Habe ich aber jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Gut. Aus dem Weg da. Meine Fresse. Okay. Jesus, holy shit. Jetzt fahren wir natürlich erstmal wieder zur Autobahn, um da von oben auf dieses Gebäudedach zu springen, von diesem Studio. Um uns da wieder die AK-47 zu holen. Da liegen hier überall schöne Waffen rum. Aber ich würde auch gerne dieses Auto hier nehmen. Mann, ist er zu doof zum Anhalten oder was, ey? Idiot. Scheiße, die Bullen. Ah, die haben das nicht mitbekommen. Hoffentlich sagt er auch nichts. Ist schön die Fresse, ja. Sonst wären sie schon längst hinter uns her. Was ist im Weg hier? You asshole! Mann! Nein, 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 nein. Vorsichtig. So. Und dann geht's auch zur nächsten Mission, aber erstmal brauchen wir halt eben eine neue Waffe. Ich weiß, ist ein bisschen lästig, dieses Waffenrumgesuche ständig, aber demnächst, ja, können wir uns auch Waffen kaufen. Ich würde mal gerne wissen, wie weit kommt man eigentlich? Kann man hier schon rüberfahren? Ach, hier geht's noch gar nicht rüber. Ach so. Guck mal kurz. Ah, doch. Also theoretisch. Ganz theoretisch. Können wir mal noch ein bisschen weiterfahren. Vorne müssen wir jetzt eine Maut bezahlen. Ist weg. $5. Ah, ihr Penner. Wo ist der Helikopter hin? Okay, hat nichts mit uns zu tun. Warte mal, ich will auf die andere Seite. Ich will hier hin. Können wir hier überhaupt schon hin? Warte mal. Da muss man auch leichter hinkommen können von hier aus, oder?
Wir müssen nur weit genug fahren. Ich weiß, wir holen uns gleich die nächste Waffe. Ist ja gut. Ja, ja. Aber erstmal will ich ja mal gucken, ob wir überhaupt auf die andere Seite können. So, hier können wir schon drüber fahren. Mit diesem Auto ist das ja, müsste das eigentlich machbar sein. Jawohl, hier. Das Weg da. Oder gibt es da eine Straßensperre, dass wir diesen Stadtteil noch nicht betreten dürfen hier? Schade, 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 schade. Klappe da. Wirklich schade, dass wir da nicht rüber dürfen. Aber erstmal markieren wir uns hier wieder diesen war das hier? Da, doch, 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 doch. Ah. Hier war das ja, ne? Genau. Sind wir sogar schon auf der richtigen Straßenseite? So, hier müssen wir, glaube ich, her. Ja, sind wir richtig. Ha! War das nicht cool? Das war verdammt cool. Ich weiß, was cool ist. Also war das cool. Was haben wir denn da? Michael Carvis oder so? Weiß ich jetzt gerade nicht. Sehen wir nochmal die Skyline. War jetzt schon wieder Maut bezahlen? Wieder ein Helikopter, gibt's doch gar nicht. Nein, weil ich jetzt... Ich hab die 5 Dollar bezahlt, ihr Penner. Aus dem Weg. Nur weil ich diese scheiß Schranke da kaputt gefahren hab. Ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle. So, ich steig mal aus. Gut. Die sind in unsere Richtung gefahren, haben uns aber nicht mehr gekriegt. Scheiße! Fuck! Ja. Das war jetzt ein bisschen fail war das jetzt. Also nochmal. Nochmal da hoch. Weiß, zieht sich jetzt gerade ein wenig. Tut mir auch sehr leid. Ah. Und wenn wir die ganze Zeit so rennen könnten, ne? Gib mal dein Auto her. Alter. Don't try anything stupid, Mister. Ist das hier vielleicht auch so eine coole Abkürzung? Oh yeah. Monster Stunt absolviert. Ja, fantastisch. 49 verbleibende Monster Stunts. Dass es die immer noch gibt, habe ich schon wieder ganz vergessen. Gibt es dafür auch Achievements? Bestimmt. In GTA gibt es für alles Achievements. Okay. Jetzt nochmal das Ganze. Da vorne, wir müssen etwas weiterlaufen. Die AK liegt da noch, oder? Da gibt es die Waffen tatsächlich nur einmal. Nee. Die liegt da wieder. Also jetzt nochmal. Voll nicht nervig und so. Nein, überhaupt nicht. So, hier kommen wir aber rüber. Jetzt hier aufs Dach. Und uns die Waffe holen. Was steht da? Heavy Weapons. Ja, will ich auch bald haben. Heavy Weapons. Okay. Kommen wir hier unbeschadet runter. Roman ruft an. Ach, Roman. Stell dich nicht so an. Ich glaube, wir holen uns gleich erstmal was zu fressen. Ist hier irgendwo ein Hotdog-Stand oder so? Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aber wir könnten generell mal zu Roman fahren. Aber vorher gehen wir, glaube ich, erstmal was fressen und dann beenden wir auch diese Folge hier. Aber erstmal hier die Scheibe einschlagen. Klar. Aber ich glaube, eine Folge müssen wir noch machen. Ich glaube, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, die letzte Folge, da cheaten wir einfach, was die Cheatliste so hergibt. Ich meine, das
muss man ja in GTA machen, ne? 99% cheaten und die ganze Stadt in Grund und Boden ficken und 1% Mission machen. Im Let's Play natürlich nicht so krass. Cheaten werden wir auch erst, wenn wir die Story durch haben. Habe ich mir so gedacht, dass das vielleicht mal eine ganz coole Sache wäre. Weil GTA ist ja nun mal das Spiel mit den meisten Cheats. Also gefühlt. Also gehe ich jetzt mal von aus. Muss ja nicht stimmen. Und ja, wäre mal eine ganz coole Sache. Dann können wir hier wirklich alles in Grund und Boden legen. Aber wie gesagt, erst wenn wir die ganze Story durchgespielt haben. Jetzt gehen wir erstmal noch mal was fressen und dann geht's auf zu Roman. Vielleicht könnte man mal wieder eine Folge mit Michelle verbringen. Man schafft irgendwie so wenig in einer Folge, ne? So. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play GTA 4. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Mission von Roman. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao und haut rein.